Hallo und willkommen zu diesem Sozialexperiment, wo ihr einen totalen Trottel, der keine Ahnung von Politik hat, an die Führung lasst und mal guckt, was passiert. So in der Art jedenfalls. Läuft's hier die ganze Zeit ab. Ach ja. So. Sind wir mal gespannt. Hier wird uns Export vorgeschlagen. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel nach Korea. Hat der mir gerade den Mittelfinger gezeigt? Da schon wieder. So ein Arsch. Jedenfalls können wir zum Beispiel Korea, den guten alten Urvater Kim Jong, egal welcher davon vor 400 Jahren, können wir ein paar Sachen schicken. Das machen wir einfach mal. Und dabei werden wir mit Lady Ozaki 8 Runden lang eine Allianz gründen. Wir versuchen es jedenfalls. Aber... Och, die will nicht. Ja, scheiße ist's. So, der Handel ist aber geglückt, wenigstens etwas. Endlich läuft hier mal etwas in dem Saftladen. So, der will wieder ein paar Leute. Fireball Raid. Klingt lustig, aber gucken wir erstmal. Formationen, die sind wichtig. Go! Ja. Also ich würde sagen, wir hören noch mal kurz auf unseren Anpu, was er... Ja. Okokase. Ja gut, wenn der Anpu sagt, das brauchen wir, dann machen wir das. Wir haben eine Formation, das ist gut. So. Und die Burg wird ein bisschen... Die Verteidigung wird aufgehoben und die beiden haben nichts mehr zu sagen. Okay. Ja, ist ja gut. Und der Fireball Raid, den würde ich gerne mal. So, Hanzo Hattori, der gute alte Ninja-König, den haben wir jetzt aufgenommen. Ist eigentlich nur ein netter Bonus, auf den habe ich es gar nicht so abgesehen. Und was ist hier los? Warum sind hier keine Leute drin? Hide, was hast du getan? Oh, jetzt muss hier alles erstmal wieder umsortiert werden. So, ganz einfach. So, geht das. Schwupp. So, aber wo kommt unser Hanzo denn rein? Der gute alte Hans. Den stecken wir mal zusammen mit... Nee. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich den hinstecken soll. Wenn wir die Sachen eingenommen haben, dann haben wir mehr Platz, um Leute reinzuhauen. Dann hau ich den erstmal einfach hier rein. So als Platzhalter erstmal. Fireball Raid ist sehr schön. Wir haben Gold, wir haben, ja, einigermaßen Ressourcen. Aber kann ich denn eigentlich noch zum Shop, um Poyo ein Pferd zu holen? Das wäre doch ganz schön. Shop! Yay! Halalalada! So. Mochizuki, ja. Stonehoof. Oh, das klingt mächtig. Das klingt gut. Und tschüss. So, jetzt wollen wir aber erstmal hier, Reward. Reward. Was? Ach so, das kostet einen... Ja, gut. Dann nächste Runde, wenn ich dran denke. Egal. Auf geht's. Und Anpu! Anpu! Der sagt, es geht los. Jetzt wird gekämpft. Was? Ich dachte, ich habe die gesamte Insel schon eingenommen hier. Meine Güte. Ja, gut. Komm, Hanzo. Der gute alte Hans kann jetzt mal beweisen. Zusammen mit Koma. Eigentlich. Komm, wir tauschen mal Hanzo. Ey, mit Koma. Weil Koma ist uns noch ein bisschen loyaler. Die hat sich das Recht eher verdient als Hanzo, der jetzt gerade irgendwie der Neue in der Klasse ist. Das ist ja immer recht schwierig als Neuer in der Klasse. So. Die schnelle Formation wählen wir mal. Und? Ja. Und? Entschuldigung, dass ich so ins Mikro schreie, aber ich bin sehr, enthusiastisch. Der Fireball Raid! Den wollen wir gleich mal ausprobieren. Das Schlachtfeld. Jetzt werden wir aber Herrscher der Insel. Hoffentlich. Nicht? Ja.
auf geht's. Ich sagte auf, da geht's. So. Oh Gott. Schön. Das Pferd hört auf einen. Das sind gute Voraussetzungen. So. Okay. Wir haben mit unserer Schnelligkeitsformation einen Vorteil gegenüber der Verteidigungsformation. Da habe ich wieder Glück gehabt. Hätten wir nämlich die Angriffsformation genommen, dann hätten die anderen einen Vorteil. Edge. So. Auf geht's. Ja. So. Ach, hier ist ja gar nichts. Masayuki! Auf dich wartet dein Tod. In Form von einer wunderhübschen Frau mit Speer. Wusch. Dass sie wunderhübsch ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Kann jeder so oder so empfinden. Ich mag ihren Topfschnitt. Der ist äußerst stylisch. Das erinnert mich ein bisschen an die Beatles. Nur, dass die halt nicht so lang waren. Also die Haare, nicht die Beatles. Von den... Die Haare von den... Ach, lass mich doch einfach in Ruhe, okay? Ja. Ich bin der Herrscher, ich hab immer recht. So, die Base ist eingenommen. Koma! Haut jetzt komatös auf die Fresse. Nicht wahr? Und hier kommen wir gerade in so ein rotes Gebiet. Das heißt, das können wir schlecht einnehmen. Deshalb reiten wir einfach davon nach unten. Können wir Anweisungen geben? Können wir mit Koma Anweisungen geben? Das wäre doch... Können wir anscheinend. Sehr gut. Hanzo macht schon alles richtig. Okay. Der Neue in der Klasse, der versucht sich schon einzuschleimen, indem er beim Lehrer sagt, oh, ich habe aber... Wir sollten nur bis Seite 20 lesen, aber ich habe schon Seite 21 gelesen. Oh. So ein Streber, Hanzo. Mann. Egal. So wie dazu. Koma. Ich bin mehr oder minder stolz auf dich. Du hast ein paar Schritte gemacht, ohne zu sterben. Das ist ein großer Schritt in deiner Karriere. Tekinyo-Yokyo. Genau. Das sag ich auch immer. Wenn ich langsam aufstoßen muss. So, und da kommt die Kavallerie. Jetzt lass mich doch... Ah, da fällt mir ein, die haben zwar eine Kavallerie, aber wisst ihr, was wir haben? Könnt ihr euch dran erinnern? Das ist jetzt wie bei Dora oder so. Na, was haben wir denn im Petto? Ist es die Yoke-Formation? Nein, die haben wir zwar auch, aber ich meine was ganz anderes, was wir im Petto haben. Na, vielleicht könnt ihr euch dran erinnern. Ich lass euch noch ein bisschen weiter grübeln. Higanda Nura. So, Hanzo hat oben das eingenommen. Hier kommen ein paar Leute. Die wollen uns aufhalten. Ist uns aber scheißegal. Und jetzt kommt unsere super dolle Antikavallerie-Spezial-Geheimwaffe. Hallo, hallo Pferde. Hallo. So. Wenn ich nur wüsste, wo. Hier. So, auf geht's. Natürlich ist es der Fireball Raid. Bob. Also, das war alles. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das war scheiße. Leute, wo sind die Feuerbälle? Wo ist das Feuerwerk? Ich habe eine Explosion von Emotionen. Und was weiß ich eigentlich? Ich will Feuerbälle. Es wurden mir Feuerbälle versprochen. Also will ich auch Feuerbälle sehen. Ne? Ja. Egal. Gut. Koma. Haut jetzt einfach so drauf. Brauchen wir halt keine Feuerbälle. Aber ich muss sagen, liebe Pyrotechniker, das war enttäuschend. Hier, so sieht Feuer aus. Aha, geil. Alles selbst gemacht. Feuerballtechnik. Der Fireball Raid. Ja, da stehen sie alle und gucken sich doof an. Und du, Hanzo, du stehst weit von der Gruppe weg, weil du der Neue bist und guckst gegen eine Wand. Das ist richtig. Endlich alles gut eingefangen. Und meine Güte, das war eine sehr kurze Episode. Ah.
Und da hat sich unsere Koma anscheinend wieder einen Nemesis verdient. Und sie sehnt sich schon fast danach, ihnen wieder im Kampf zu begegnen und ihn irgendwann zu köpfen. Nicht wahr? Ja. Das ist das Gesicht voller Freude und was weiß ich. Sah eher ein bisschen mental verwirrt aus. Egal! Haha! Krieger der südlichen Insel. Ich meine König der südlichen Insel, so gesehen. Sensei, Sensei, genau, sag ich auch immer. Sensei, Sensei. Haha, Masayuki, dich kennen wir doch. Und du bist eingestellt. Vielleicht wirst du ja irgendwann Mitarbeiter des Monats. Kriegst sogar deine eigene kleine Insel, wo du drin verweilen darfst. Das war schön, nicht? Ja. So, wir kriegen Gold, keine Ressourcen. Und unser Anpu will wieder... Oh. Was ist denn hier los? Der Katakura-Clan ist... Ach, der ist ja abgeschattet, genau. Also, wenn wir das hier als nächstes fokussen und einnehmen sollten, dann werden wir von 1, 2, 3, 4 Leuten angegriffen werden können. Und wenn wir das hier einnehmen, von 1, 2, 3, 4... Okay, das macht jetzt... Keinen wirklichen Unterschied, also... nehmen wir einfach das, weil... da können wir von sowohl der... als auch von der Seite... können wir da die Leute reinhauen. Die dann mitmischen im Kampf. Dann kommt die gute alte Zangen-Taktik. Nicht wahr? Ja. Und dann gibt's auf die Schnauze. Aber das alles vermutlich erst in der nächsten Folge. Bis dann.